Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute aufzeigen, wie ich mein Bohrfutter immer einer ordentlichen Wartung unterziehe, damit mein Bohrhammer, wie wir hier sehen, von der Marke Bosch zum Beispiel, immer einsatzbereit ist und nicht vorne im Bohrfutter einmal festgeht. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt. So, heute in meiner Werkstatt angekommen, seht ihr hier meinen Bohrhammer. Bei mir ist das jetzt von der Marke Bosch. Aber diese Bohrhammer funktionieren immer auf die gleiche Art und Weise. Und zwar haben sie hier vorne ein hydraulisches Schlagwerk, was den Bohrer dann immer wie ein Hammerbohrer in den Beton hereinschlägt. Wenn man dieses Bohrfutter nicht richtig wartet, kann es nämlich passieren, dass, wenn der Bohrhammer dann auch viele Betriebsstunden hinter sich hat, das Bohrfutter festgeht und zwar der Hammerbohrer vorne dann nicht mehr schlägt. Und dann ist natürlich fast schon zu spät. Drum zeige ich euch heute auf, wie man unser Bohrfutter ganz einfach warten kann. So, als erstes lege ich mir jetzt mal einen Lappen hier unten drunter und werde jetzt mein Bohrfutter, wie ihr es hier oben seht, mit Bremsenreiniger erstmal einsprühen und erstmal das alte Fett, was hier vorhanden ist, etwas lösen. So, ich lasse das mal kurz ein bisschen einwirken. Und wenn ich solche Sachen immer reinige, nehme ich auch mal gerne nach dem Einsprühen dann immer so ein Babytuch auch, das sind so Babyfeuchttücher. Die gehen immer hervorragend dazu, die lege ich zweimal mit einem kleinen Schraubenzieher drüber. Und dann können wir das hier ordentlich hier auch einführen. Und hier drinnen ordentlich reinigen. Ihr seht, was hier für Schmodder rauskommt. Also immer eine wahre Pracht. Weil bei mir ist das ja schon ein paar Betriebsstunden alt. Also wo ich das letzte Mal gemacht habe. So, Tuch herein. Und ordentlich durchwischen damit. Das geht immer besser, als wenn man hier solche ganz normalen Wischenwecktücher nimmt, weil die Tücher sind jetzt hier aus einem Vlies und die reißen jetzt hier mehr nicht weg. So, geben wir das nochmal aus. Ihr seht, hier kommt immer noch Zeug heraus. Das werde ich mal meinen Druckluft mir zur Hilfe nehmen und das mal ausblasen. Da kommt noch ein bisschen was raus, also wer keine Druckluft zur Verfügung hat, da muss das mehrmals ausspülen. Und jetzt ist das bei mir ordentlich gereinigt, diese ganze Geschichte. Legen wir mal beiseite. So, und ich habe mir jetzt im Netz eine Meißelpaste natürlich bestellt. Die habe ich zwar schon ein, zwei Jahre da, aber die verwende ich auch immer wieder dazu. Meißelpaste ist eine Spezialpaste für Einsteckwerkzeuge und Meißelbuchsen, also für sowas genau geeignet. Und diese Paste ist genau für diesen Einsatz von hydraulischen Bohrhammern geeignet oder für Meißeln. Die ist einsetzbar von minus 20 bis 110 Grad, also sollte von daher immer funktionieren. Und ich werde jetzt die Paste mal öffnen, werde jetzt hier unten mal was gegenschieben, meinem Finger, und ihr seht, wie die Paste jetzt hier herauskommt. Das sollte schon mal zu lang. Es ist gleich kupferfarben. Und diese Paste werde ich jetzt hier oben eindrücken. Ordentlich schön eindrücken. So. Und werde jetzt mal meinen Bohrer nehmen und diesen schon mal hier einschieben, damit wir das Fett ordentlich hier hereindrücken. So. So, und das wiederholen wir nochmal. Nochmal nachdrücken. Ordentlich Fett hier rein, so dass wir ordentlich Fett hier in die Aufnahme hereinbekommen. Und so, ihr seht, ist jetzt so eine Rumpflutsch, so muss das sein. Das sollte jetzt schon mal zu lang. Und jetzt kann man etwas Wischen wegnehmen und können jetzt natürlich unseren Bohrer hier wieder entfernen. Und unser Bohrfutter jetzt
außen reinigen. Diese Maßnahme ist wichtig bei so einem Bohrhammer, wenn man den ordentlich im Einsatz haben möchte, diese Geschichte hier ordentlich zu reinigen und nachzufetten. Denn gerade wenn man in Wände bohrt, das ist nicht ganz so schlimm, aber wenn man in Decken bohrt, fällt hier immer Bohrstaub herein. Und dieser Bohrstaub setzt sich dann mit dem Fett zusammen in diesem Bohrfutter fest. Und das führt natürlich zu übermäßigen Reibung. Diese Wartung halte ich für sehr wichtig und ich mache die immer einmal im Jahr, mindestens an meinem Bohrhammer, damit ich immer sicher gehen kann, dass das gute Stück auch einsatzbereit ist. So, und damit ist jetzt unsere Maschine voll einsetzbar wieder. Wir brauchen jetzt einfach nur unseren Bohrer aufstecken und hier ein switchen lassen und somit können wir jetzt sofort losbohren. Und ich handhabe es auch immer so, wenn ich den Bohrer entferne, dass ich dann immer ein Wisch und Weg mit bei mir in der Bohrerkiste habe und diesen Bohrer dann auch abwische, damit sich hier keine Schmutzpartikel festhaften können. Und somit gehe ich immer sicher, dass ich einen sauberen Bohrer in meinen Bohrschaft einführen werde. So, und dadurch, dass ich das jedes Jahr mache, ist mein Bohrhammer jetzt nur auch schon fast 15 Jahre alt und er bohrt noch wie am ersten Tag. Und von daher kann ich das jedem nur warm ans Herz legen, so eine Reinigung jedes Jahr einmal durchzuführen. Und da habt ihr ganz lange Freude dann an euren Bohrhammern. Die Meißelpaste lege ich nochmal im Link unten in die Videobeschreibung rein, wo ihr euch die bestellen könnt. Also wenn ihr euch einmal so eine Tube bestellt, kommt euer ganzes Leben damit hin. Das Zeug wird auch nicht schlecht, muss ich mal dazu sagen. Das habt ihr ein Leben lang. So eine Kartusche kostet jetzt nie die Welt. Und ja, kann ich nur empfehlen, sowas mal zu machen. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, irgendwelches ganz normales Fett hier einzufügen oder hier mit WD-40 oder mit sonst irgendwelchen Spielereien hier an das Bohrfutter heranzugehen. Also bitte nur ordentlich auswaschen und dann mit spezieller Meißelpaste auffüllen und dann habt ihr immer ein langes Leben mit eurem Bohrhammer vor euch und ihr werdet nie enttäuscht sein. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen aufzeigen, wie man sowas schnell und einfach lösen kann, damit das Teil immer einsatzbereit ist. Denn meistens ist es so, oh, ich muss mal jetzt ein Loch bohren oder mal da ein Loch bohren. Und wenn da das Meißelwerk vorne versagt, weil es verschmutzt ist oder verhärtet ist, dann ist, dann steht man meistens immer auf dem Schlauch. Und das passiert mir eigentlich nicht, da ich so eine Wartung immer einmal im Jahr mache. Und von daher Bohrer oder Bohrhammer immer voll einsatzbereit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer bitte einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.